Johannes Schmid und ich bin Regisseur, und zwar in dem Fall jetzt der Regisseur von Neue Geschichten von Franz. Kennst du die Geschichten von Franz schon aus deiner Kindheit? Also ich kenne die Autorin Christine Nöstlinger aus meiner Kindheit, aber nicht die Geschichten von Franz, weil als ich ungefähr in dem Alter war, waren die noch gar nicht geschrieben. Das heißt, ich kannte eher ein bisschen ältere Bücher von der Christine Nöstlinger und musste die Franz-Geschichten, oder die Franz-Geschichten habe ich jetzt eigentlich erst für den Film richtig entdeckt. Wie bist du darauf gekommen, die Geschichten von Franz neu zu verfilmen? Das war eigentlich die Produktionsfirma in Wien, die Nikolaus Geier halt der Film, die Idee hatte und die sozusagen das schon entwickelt haben, das Projekt, und mich dann angerufen habe, ob ich Lust hätte, einen Film, Geschichten von Franz zu machen, oder jetzt dann auch beim zweiten Film nach Neue Geschichte von Franz. Und da habe ich das Buch gelesen und ist eine super schöne Geschichte, und mir hat es so wahnsinnig gut gefallen, dass es ein wirklich schöner Kinderfilm ist, der auf Augenhöhe der Kinder erzählt. Für die große Leinwand, aber von eigentlich ganz alltäglichen Dingen und nicht gezaubert werden muss und nicht der Himalaya bestiegen werden muss, um zu erzählen, dass Kindheit was ganz Spannendes ist. Warst du als Kind vom Typ her am ehesten wie Franz, Gabi oder Eberhard? Also ich glaube, dass ich ein bisschen in allen drei Charakteren stecke. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich schon eher ein schüchterner Junge war. Also das geht eher in Richtung Franz, glaube ich. Ja. Hast du früher auch mal Detektiv gespielt? Detektiv gespielt? Nee, eigentlich nicht so richtig, glaube ich. Ich habe natürlich auch Detektivgeschichten gelesen und mich für das interessiert, aber richtig Detektiv gespielt kann ich mich jetzt eigentlich tatsächlich nicht erinnern. Was ist für dich bei einer Freundschaft am wichtigsten? Dass man sich vertrauen kann und dass man auch hin und wieder streiten kann und dass man sich verlassen kann aufeinander, wenn es wirklich drauf ankommt. Und dass es dann gar nicht so wichtig ist, wenn man manchmal unterschiedliche Meinungen hat oder manchmal auch ein bisschen im Clinch miteinander liegt. Dass man am Schluss weiß, okay, das ist ein Freund, auf den ich mich wirklich verlassen kann, wenn es um was geht wirklich. Gab es eine Szene, die dich besonders herausgefordert hat? Also besonders Spaß gemacht hat mir diese ganze Sache mit dem Theater, dass es da um eine Theatergruppe geht, die ein Stück aufführen auch. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich auch vom Theater komme und diese Welt so gut kenne, auch Backstage, und wie wahnsinnig das ist, wie halb nackt man da immer in der Garderobe rumrennt oder immer komisch aussieht. Das war was, was mir jetzt zum Beispiel bei dem Film besonders Spaß gemacht hat zu drehen. Gab es noch Szenen, die nicht so unbedingt Spaß gemacht haben? Also ich glaube, Filme machen ist immer eine Mischung aus, dass es Spaß macht und dass es trotzdem natürlich auch ganz schön harte Arbeit ist und dass man da ganz lange mit ganz vielen Menschen ganz intensiv und auch schnell arbeiten muss, weil man immer sehr wenig Zeit hat. Das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, die immer gemischt, ich glaube, es ist immer ein Gemisch, dass es großen Spaß macht, aber dass es auch, dass man am Ende des Tages ziemlich K.O. ins Bett fällt. Und es gab jetzt hier keine Szene, die besonders kompliziert war oder so, weil wirklich was schief gegangen ist oder weil man gemerkt hat, wir kriegen das nicht hin. Herausfordernd sind immer die Szenen, wo ganz viele Menschen im Bild sind. Also zum Beispiel im Schwimmbad war es sehr schwierig natürlich mit den ganzen Komparsen, oder auch in der Schule. Die Szenen sind sehr kompliziert, weil dann ganz viele Leute plötzlich vor der Kamera koordiniert werden müssen. Wie habt ihr die Kinderdarsteller ausgewählt? Ja, wir haben die ja schon für den ersten Teil, für Geschichten vom Franz, heißt ja der erste, der ist letztes Jahr im Kino gelaufen, ausgewählt in einem ganz normalen Castingprozess eigentlich. Da gab es einen Aufruf an die Schulen in Österreich, an die Volksschulen, also an die Grundschulen in Deutschland, würde man sagen. Und da konnten Kinder dann Videos einschicken. Ich glaube, 1000 Videos haben wir dann ausgesucht, Kinder, die uns interessieren, haben die getroffen, haben mit denen Testaufnahmen gemacht. Und so geht es dann Runde für Runde weiter, dass man sagt, ja, die 4, 5 sind interessant und für die Rolle und die sind interessant für die Rolle. Dann kombiniert man die und versucht, wie können die miteinander spielen, passen die zusammen. Kann man sich das vorstellen, dass die diese, oder dass es dann Trio wird mit allen dreien, sodass man am Schluss auf dieses Trio einfach da gelandet ist, wo wir dann sind. Die Kinder müssen natürlich spielen können. Ich muss ein gutes Verhältnis mit denen haben, dass ich das Gefühl habe, wir vertragen uns und wir können uns mögen und wir können gut miteinander kommunizieren. Und sie müssen natürlich auf die Charaktere passen. Also das sind die drei wichtigsten Gesichtspunkte, die da zusammenkommen müssen. Welcher von Ihnen hat dich am meisten bei den Dreharbeiten beeindruckt?
Ich fand die Leistung von allen drei Kindern wahnsinnig toll. Die waren alle drei noch nie vor der Kamera gestanden und haben sich unglaublich gut in das Spielen und in die Charaktere eingelebt und haben das ganz, ganz toll gemacht. Das fand ich wirklich beeindruckend, auch mit welcher Arbeitsmoral, jeden Tag wieder zu kommen und zu wissen, eigentlich sind Ferien, aber ich muss arbeiten. Oder manchmal auch, ich habe schulfrei und darf jetzt arbeiten. Es war so ein bisschen beides bei uns, aber das hat mich sehr beeindruckt, wie die drei das gemacht haben. Franz wird ja im Film eher gehänselt. Ging es dir als Kind auch so? Und hast du vielleicht sogar Tipps dagegen, wie man das umgehen kann? Das ging mir jetzt nicht so wie dem Franz, ganz so in der Form, aber eben das, dass man sich ein bisschen als Außenseiter vielleicht fühlte oder nicht als der Größte. Ich war auch relativ klein in der Schule, war nicht so wahnsinnig gut in Sport und so. Also ich konnte diese Gefühle schon gut nachvollziehen. Und ich glaube, es ist natürlich eine Mischung von dem, dass einem das einfach wurscht ist, dass man das abperlen lässt an sich. Und andererseits, dass man natürlich manchmal auch in die Offensive geht und auch witzig selber damit umgeht, mit der Selbstironie. Da glaube ich, dass man sich da positioniert, das sind vielleicht Möglichkeiten, die da helfen. Was ist die Botschaft von eurem Film? Dass Freundschaft ganz stark sein kann und dass Freundschaft sehr viel hilft und dass man zu dritt wahnsinnig viel schaffen kann, wenn man zusammenhält. Aber eben auch, dass eine Freundschaft auch Konflikte aushalten muss. Und das, was der Franz am Anfang ja glaubt, ist, ich bring die beiden, den Eberhard und die Gabi, wieder zusammen, indem ich einen gemeinsamen Feind erfinde. Und ich glaube, was am Schluss passiert ist, dass sie eine gemeinsame Freundin gefunden haben, für die es sich lohnt zu kämpfen als Trio, dass nämlich die Frau Berger am Schluss doch wieder auf die Bühne kann und ihren Auftritt schafft. Das heißt, es ist, glaube ich, das, dass man lernt, dass es schöner ist, für ein gemeinsames, positives Ziel zu kämpfen, als gegen was zu kämpfen. Von allen Filmen, die du je gedreht hast, welcher hat dir am besten gefallen? Ganz ehrlich gesagt, wenn die dann vorbei sind und die Premieren vorbei sind, dann schaue ich die auch jetzt nicht ständig an, ja. Es ist nicht so, dass ich ständig meine Filme angucke, da habe ich Besseres zu tun. Aber ich glaube, in allen Filmen stecke ich irgendwo drin und alle Filme mag ich sehr gerne. Natürlich hat zum Beispiel mein allererster Film Blöde Mütze, den ich 2005, glaube ich, gedreht habe, einen ganz besonderen Wert für mich, weil das einfach mein erster Film war und wer der vielleicht auch am meisten über mich selber und meine Kindheit erzählt. Warum sollte man sich den Film Neue Geschichten von Franz denn nicht entgehen lassen? Weil er unglaublich lustig ist, weil er mit viel Herz erzählt, weil er drei tolle Kinder, die aus der Wirklichkeit erzählt sind und die mit dem Leben von den heutigen Kindern zu tun haben, erzählt und einfach eine spannende und lustige Geschichte zusammenbringt mit viel Herz, so vielleicht, ja. Ich bin aber kein guter Presseagent für meine Filme. Das müssen eigentlich die anderen machen. Hast du einen Lieblingssong, den wir für dich im Radio spielen können? Also super wäre, wenn ihr spielt von Maria Bill, das ist die Schauspielerin, die Frau Berger spielt in unserem Film. Die hat einen ganz großen Hit in den 80er Jahren, der heißt I Mecht Landen und ist ein wunderschönes Liebeslied und das, finde ich, sollten alle hören. Kannst du zum Schluss bitte noch unsere HörerInnen mit deinem Namen und dem Filmtitel grüßen? Also liebe Hörerinnen und Hörer der Südpol-Show, ich bin Johannes Schmidt, Regisseur von Geschichten vom Franz. Vielen Dank für das Interview.